Die Arbeit von Polizistinnen und Polizisten ist für unser Land unglaublich wichtig. Und für mich ist das Erlebnis, jeweils neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vereidigen zu können, ein besonderes. Weil ich weiß sehr wohl, Menschen geben dort eine Verpflichtung ab, die eine Lebensentscheidung bedeutet, für unsere Sicherheit in der Demokratie zu sorgen. Das ist oft helfende Arbeit, die sehr befriedigend sein kann. Das ist aber manchmal auch sehr gefährliche Arbeit. Und wenn man gerade in Tagen wieder die Erinnerung des Gipfels in Heiligendamm und in der Umgebung hat, dann weiß man eben, auch Gewalttäter, die mit Demonstrationen versuchen, Politik teilweise unmöglich zu machen, fordern Polizisten heraus. Das ist inakzeptabel. Wir müssen erwarten, dass solchen Gewalttätern das Handwerk gelegt wird. Aber das ist für Polizistinnen und Polizisten auch eine sehr persönlich riskante Aufgabe, die sie dort bewältigen müssen. Unsere freiheitliche Demokratie hängt davon ab, dass es junge Menschen gibt, die sich entscheiden, diesen Beruf in Kenntnis all dieser Risiken zu wählen. Und wir sind sehr stolz darauf, dass das in Hessen sehr viele tun wollen, dass wir die Besten davon auswählen können und dass es eine gut ausgebildete, auch sehr gut bezahlte Polizei ist, die wirklich tolle Leistungen vollbringt, wie man auch an der Verbesserung der Aufklärungsquote von Straftaten, am Rückgang von Straftaten in unserem Bundesland ja Gott sei Dank deutlich sehen kann. Ich heiße Sie willkommen in der hessischen Polizei. Ich heiße Sie willkommen als loyale Dienerinnen und Diener dieses Bundeslandes Hessen. Ich wünsche Ihnen Glück, Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit. Ich hoffe, dass Sie zu keinem Zeitpunkt die Entscheidung bereuen, sondern dass Sie Ihre Kraft, Ihre Fähigkeiten, Ihre Ausbildung dafür einsetzen, auch in Zukunft eine stolze und erfolgreiche, von den Bürgern hochgeachtete Polizei unseres Bundeslandes zu repräsentieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles, alles Gute.